Hallo allerseits und herzlich willkommen. Meine erste Frage an euch: Sagt ihr eigentlich Indianer bzw. Indianerin oder sagt ihr Menschen von indigener Herkunft bzw. indigene Bevölkerung? Das würde mich an der Stelle mal total interessieren. Steht auch im direkten Zusammenhang mit dem Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, nämlich Unter der Mitternachtssonne. In diesem Buch sind Porträts indigener Gemeinschaften in Kanada versammelt und es handelt sich um die Geschichte von der indigenen Bevölkerung in Kanada, primär so in den 50er, 60ern. Es wird auch teilweise auf die Jahrzehnte danach eingegangen oder so ein bisschen, wie sich Traditionen bis dahin entwickelt haben. Aber es geht sehr viel darum, auch zu zeigen, wie war das so in den 50ern, 60ern. Das war eine Zeit des großen Umbruchs auch für die indigene Bevölkerung in Kanada, gerade was so Residential Schools angeht, also Internatsschulen, auf die Kinder aus der indigenen Bevölkerung zwangsweise geschickt wurde, damit sie möglichst sich später in die normale kanadische Gesellschaft einfügen, also in die weiße kanadische Gesellschaft, und den Kontakt zu ihren Wurzeln und ihrer Identität und Kultur verlieren. Ja, in dem Buch gibt es dann halt eine Menge Fotos. Ich glaube, das habt ihr fast vermutet. Und dann wird halt immer erklärt, wie ist das Foto zustande gekommen? Was für eine Geschichte hat der Mensch, der das Foto gemacht hat? Wie hängen die mit der jeweiligen indigenen Bevölkerungsgruppe vor Ort zusammen? Wer ist auf dem Foto zu sehen? Was haben die für eine Geschichte? Und abgesehen davon, dass man dann ein bisschen was über die Geschichte der Fotografie in der indigenen Bevölkerung von Kanada lernt, lernt man auf diese Weise eben auch diverse Menschen kennen, kann anhand derer Geschichte eben ein gutes Verständnis dafür entwickeln, oder zumindest ein grundlegendes Verständnis, wie die Situation der indigenen Bevölkerung sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat, was es für Hürden gab, was für Schwierigkeiten auch gerade durch das durch die Verbreitung der weißen Bevölkerung in Kanada und den fehlenden Respekt der indigenen Lebensweise aufgekommen sind, wie teilweise auch einfach den Stämmen ihr Land geraubt wurde, wie die Kinder auf Schulen geschickt wurden, die dafür sorgen sollten, dass sie einfach den Kontakt und die Verbindung zu ihrer eigenen Identität, ihrer Kultur, den Wurzeln verlieren. Und all diese Geschichten sind hier drin versammelt. Das ist jetzt nicht nach Stämmen geordnet, sondern nach den Regionen. Also Kanada hat ja verschiedene Provinzen, sind es, glaube ich. Ein bisschen sowas wie unsere Bundesländer, so Alberta zum Beispiel. Die James Bay, Hudson Bay und so weiter. Also verschiedene Orte, und die Geschichten werden dann entlang dieser Orte und entlang der Zeit erzählt. Natürlich gibt es dadurch immer mal wieder Zeitsprünge vor und zurück. Manche Personen tauchen doppelt auf, von anderen Personen erfährt man nur einmal was. Aber ich fand das Buch mega interessant. Ich kenne mich mit dem Thema nur ein klein bisschen aus, also der Situation der indigenen Bevölkerung in Kanada, weil ich darüber mal vor 3 Jahren oder 4 eine Hausarbeit geschrieben habe. Und der ist um die rechtliche Gleichstellung oder auch Nichtgleichstellung von indigener Bevölkerung mit der weißen Bevölkerung in Kanada geht. Und was halt aus dem Buch sehr deutlich hervorgeht, ist, dass im 20. Jahrhundert, aber auch während der Zeit der Kolonialisierung, sehr unfair mit der Bevölkerung umgegangen wurde, dass sehr oft mündliche Vereinbarungen getroffen wurden, die dann in den tatsächlichen endgültigen Verträgen einfach ignoriert wurden, nicht eingehalten wurden oder so geschrieben wurden, dass sie komplett zum Nachteil der indigenen Bevölkerung waren. Wie vielleicht auch sich traditionelle Lebensweisen erhalten haben oder von moderner Technologie verdrängt oder ergänzt wurden, das wird in dem Buch auch belegt. Und ich fand es vom Schreibstil her mega gut zu lesen, also es war sehr, sehr interessant. Das ist halt so in einem relativ ruhigen, unaufgeregten Tonfall, der einem eben diese Geschichten darlegt und erzählt, geschildert. Also es ist jetzt kein besonders spannendes Buch wie ein klassisches Unterhaltungsbuch, aber es ist unheimlich informativ, ohne dabei jetzt trocken zu werden. Durch die vielen verschiedenen Fotos hat man auch das Gefühl, dass man Einblick quasi gewinnen kann. Das fand ich auch eine sehr coole Kombination, eben dadurch, dass das auch dass das oft sehr großformatige Fotos waren, oft auch Farbfotos. Und ich glaube schon, dass das eine gute Grundlage sein kann, um sich mit indigenen Bevölkerung überhaupt mal zu beschäftigen, um einen ersten Einstieg zu kriegen. Das Buch setzt jetzt nicht so viel Wissen voraus, eigentlich gar keins, weil alles erklärt wird. Wahrscheinlich ist der Autor einfach schon davon ausgegangen, dass
viele Menschen, die dieses Buch lesen, werden sich nie damit beschäftigt haben, wie es der indigenen Bevölkerung in Kanada ergangen ist. Und das finde ich ist eigentlich insofern gut, als dass es dann relativ einfach ist, da reinzukommen. Sprachlich ist das jetzt auch nicht so mega anspruchsvoll geschrieben, dass man da jetzt irgendwie erstmal ein Studium für absolviert haben müsste, um das Buch verstehen zu können, ohne über jedes dritte Wort zu stolpern. Das finde ich ist auch mega gut. Insgesamt also ein sehr informatives, aber grundlegend informatives Buch. Wobei ich glaube, jemand, der sich mit indigenen Bevölkerungen schon mal beschäftigt hat, auch trotzdem noch Dinge lernen kann. Ein sehr schönes Buch. Es ist von der Gestaltung schön. Es ist sehr hochwertig verarbeitet, sehr stabile Seiten, schöne Fotos, die sich einfach gut betrachten lassen, die groß genug sind, klein genug sind, dass die auch in einer guten Auflösung sind. Ich fand das ganze Konzept des Buches mega interessant. Also alles in allem rund um eine sehr große Leseempfehlung, die von mir den goldenen Bücherengel kriegt. Weil ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass wir uns mit den Lebensgeschichten von Bevölkerungsgruppen beschäftigen können und über sie was lernen können. Auf eine Art und Weise, die das ermöglicht, überhaupt erstmal irgendwo einen Einstieg zu finden, die, ja, wie sage ich das am besten, die halt erstmal relativ neutral ist. Das Problem ist ja, wenn man über Geschichte redet, ist man auch ganz schnell bei Schuld. Und ich will das jetzt auf keinen Fall schönreden, dass weiße Bevölkerung indigene Bevölkerungsgruppen verdrängt hätten. Auf keinen Fall. Das war falsch. Das hätte man auch nicht machen dürfen. Aber je nachdem, wie so ein Zugang gewählt wird, ist halt auch die Frage, wie sehr fangen dann Menschen an zuzuhören. Und ich glaube, dass hier ein sehr guter Weg gefunden wurde, der sehr offen ist im Sinne von so, ich präsentiere euch das jetzt mal, ich lege euch da, was für Fehler gemacht wurden oder was sich überhaupt ereignet hat. Und wie ihr damit umgeht, ist dann eure Sache so. Das ist dann eure Verantwortung. Und ja, also alles in allem ein sehr gutes Buch, eine Lese- und Anschauempfehlung gleichermaßen von mir. Ich hoffe, dass euch das jetzt soweit gefallen hat. Und ich würde von euch mal gerne wissen, ob so Menschen indigener Herkunft eigentlich ein Thema sind, mit dem ihr euch überhaupt mal beschäftigt habt. Oder ob das so, ja, eine Bevölkerungsgruppe ist, die für euch eher noch so ein unbeschriebenes Blatt ist, jenseits von irgendwelchen sehr klischeehaften Darstellungen in Filmen vielleicht. Das würde mich wirklich interessieren. Lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.